So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Und im Grunde haben wir jetzt alles soweit gesehen, würde ich mal behaupten. Wir können jetzt praktisch... Wir haben jetzt richtig viel zu tun. Wir haben sehr viel zu tun, aber theoretisch alles gesehen. Was wir noch nicht gesehen haben, sind die Challenges, die hier noch freizuschalten sind. Da gibt es ja noch einige, wie auch immer man die bekommen kann, keine Ahnung. Aber so gesehen gibt es jetzt nicht mehr allzu viel, ja, Neues, sondern was jetzt halt noch zu tun ist, ist mit jedem Charakter Mother besiegen, mit jedem Charakter Beast besiegen und so weiter und so fort. Werden wir natürlich niemals alles machen. Na, also ich denke, worauf ich mich jetzt vor allem erstmal konzentrieren werde, ist die Kollegen hier freizuschalten, ne? Dass wir weitere Tainted Charaktere bekommen. Ich denke, darauf werde ich mich jetzt am ehesten mal versuchen zu konzentrieren. Und da starten wir doch einfach mal mit Judas. Und gucken mal, wie es läuft. Also Ziel jetzt wieder, zum Beast zu kommen. Nee, Quatsch, nicht zum Beast kommen, sondern... hier, weißt du schon. Nicht zum Beast, sondern... Den Schlüssel zu finden. Wir müssen diesen roten Schlüssel finden. Ja, so rum ist es. Der muss ja nicht zwingend jetzt dort sein, wo es das letzte Mal war. Also vielleicht gibt es einen Weg, da ranzukommen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht finde ich ja irgendwas raus. Ansonsten besiegen wir halt trotzdem einfach mal Beast. Der Schaden kann es ja nicht. Ne? Erstmal so tun, als ob es ganz einfach wäre, zu Beast zu kommen. Aber wir gucken mal. Vielleicht ist jetzt ja auch irgendwas Neues in den Runs. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht passiert jetzt irgendwas Spannendes. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was los ist. Da wäre schon mal eine Bombe cool jetzt. Hatte der Shop eine Bombe? Das ist mir leider nicht gemerkt. Ist auf jeden Fall schon mal keine Bombe. Gibt es hier noch Geld? Ja. Oder blaue Herzen? Okay. Dann würde ich aber mir jetzt trotzdem das Mom-Item kaufen, wenn es hier keine Bombe gäbe. Es gibt eine Bombe. Dann ist mir die Bombe wichtiger. Da ein Geheimraum? Eher nicht, weil da so ein enger Gang war. War es mal so. Nice. Gut, Abflug. Junge! Ist es mein Scheiß Ernst, direkt zwei Treffer zu kassieren? Bei diesem Gegner? Ist das, wie ich starten möchte in diese... Oh mein Gott. Das war wirklich, wie ich in diese Challenge starten möchte. Na gut, ist okay. Challenge ist es ja gar nicht. Mein Gott, war das kacke. So, wir wissen, das Book of Belial kann man stacken. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn wir irgendwelche Items finden, die aufladetechnisch uns helfen. Zwei blauen Herzen, die wir haben, sind sehr gut und sehr wichtig. Sehr gut, sie nicht zu verlieren. Weil das ist der einzige Nachteil von Kane, dass er eben mit recht wenig Herzen startet. Aber da kann man ja dran arbeiten. Ja, so. Da ist schon mal der Itemraum. Da ist ein blauer Stein. Bevor wir den jetzt aber sprengen, warten wir erstmal ab, was wir noch so bekommen. Vielleicht kriegen wir ja goldene Steine oder so. Goldene Bomben. Oder irgendwas, was uns hilft. Und dann würde ich immer noch
ich ja immer noch jederzeit, ne? Den Stein ersprengen. Aber im Moment besteht jetzt halt nicht so die Notwendigkeit, diesen Stein zu sprengen. Das ist das Ding. Vielleicht kann ich ja die Bombe mir sparen. Das Kackhaufen-Trinket wäre jetzt natürlich super. Schade. Dann nicht, ne? Dann nicht. Wenn wir gleich den Boss finden, würden wir auch super. Ja, sieht gut aus. Der Weg wird wohl zum Boss führen. Cancer, nice. Very nice. So, holen wir uns mal den Engelraum. Ach Quatsch, Engelraum. Ist ja erst die zweite Ebene. Jetzt befreie ich ja nur den Satanraum. Beim nächsten Mal dann den Engelraum, wenn ich nicht getroffen werde zwischendurch mit roten Herzen. Aber das sollte hinzukriegen sein mit zwei blauen Herzen. Wir kriegen ja gleich noch mehr blaue Herzen dazu. Zumindest hoffentlich. Oh, diese ganzen Karten immer. Ancient Recall. Keine Ahnung, was das ist. The World. Wheel of Fortune. The Tower. Junge, ich weiß nicht, was das alles ist. Ich hab doch keine Ahnung. Oh, hier ist auch nochmal. Oh shit, jetzt haben wir schon zwei blaue Steine. Ah, das ist jetzt schon wieder frech. Das ist jetzt schon wieder frech. Jetzt haben wir drei blaue Steine. Was ist hier am Ende? Okay, alles klar. Dann halt nicht. Jo, drei blaue Steine. Ich brauche drei Bomben. Ich brauche drei Bomben. Ich habe bewusst Tour of Spades noch nicht eingesetzt, eben weil ich hoffe, dass wir Schlüssel noch bekommen. Wobei mir Bomben lieber wären. Muss ich gestehen. Vorsichtig nicht da reinlaufen. So. Tja. Jetzt mal gucken. Also hier ist ein blauer Stein. Hier ist ein blauer Stein und ein Topf. Hier ist ein blauer Stein. Dann springen wir mal hier. Der größte Output wäre hier möglich gewesen, deswegen. Oh, ich dumm. Bitte haut mich nicht. Ich weiß. Es war hier der Tower dabei. Wir kommen an noch einen Stein ran. Dann setze ich den Tower in dem Raum hier ein. In dem Raum hier. In der Hoffnung, dass ich die Bomben da hochbekomme.
Ah, yes! Oh mein Gott, das war knapp. Okay. Neues Herz. Ich will noch eine Runde spielen. Yo! Ach nee, es war das Blatt weg. Scheiße. Ich denke immer, es ist das, was ich will. Es ist nicht das, was ich will. Natürlich. So, jetzt haben wir aus dem anderen Ding noch eine Bombe bekommen und können noch den dritten blauen Stein sprengen. Ah, gut, dass ich an The Tower gedacht habe. Hättet ihr mich wieder gehauen, wenn ich das jetzt wieder vergessen hätte, ich weiß. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht hättet ihr mich wieder gehauen. Bitte haut mich nicht. So. Gut. Dann Two of Spades jetzt. Ach, siehst du, hätte ich vor dem... Ach, scheiße, hätte ich vor der Truhe einsetzen. Ja, zu spät. Wheel of Fortune bleibt hier. The World. Ich würde halt The World natürlich gerne mitnehmen, aber ich weiß leider nicht, was... Ach, Ancient Recall, draw drei Karten. Da stand sogar. Einfach drei Karten ziehen. Ja, moin. Empress. Banth. Ja, dann nehmen wir World mit. Ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir World mit. Oder Empress. Setzt wahrscheinlich nie ein und nehmen wir irgendwann eine andere Karte mit stattdessen. So, keine Ahnung. Ihr kennt mich doch. Oh, das ist ein Gegner hier oben. Gar nicht realisiert. Der ist ja... Ach, verdammt. Da ist noch so einer. Schlüssel. Ah, ich hätte mehr Schlüssel haben können. Ist jetzt dumm gelaufen. Schon wieder. Gut, machen wir gleich Angel-Geschichte. So, geht er nicht auf den Boss? Geht er nur auf kleine Gegner? Er geht nur auf kleine Gegner. Damit ist er trotzdem auch eine Hilfe. Ah! So. Nix mit Deal war's. Wieso habe ich jetzt nix mit Deal bekommen? Na gut, dann eben nicht. Habe ich irgendwas getan, dass er nicht auf 100% hochgehen kann? Ah, mein Gott! Dass er nicht auf 100% hochgehen kann? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Bin ich doof? Wahrscheinlich bin ich. Was soll's? Nein, danke. Nicht mich treffen lassen. Und denen da. So, Shop wäre nützlich. Alles, eigentlich wäre alles nützlich gerade. Eigentlich wäre alles gerade nützlich. Was haben wir hier? Ja, komm, da gehen wir mal rein. Das war auf jeden Fall ein Gewinn. Aua. Ja, das blaue Herz habe ich leider noch geopfert, aber ansonsten war es bombentechnisch ein Gewinn und auch sonst. Münzentechnisch und so, ne? Wie gesagt, das blaue. Oh mein Gott, nee, 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 nee,
So, Shop ist wie gesagt immer noch ein Muss. Geheimraum. Ja. Echt nicht? Ärgerlich. Hätte schwören können, dass... Ach, das bist du. Hätte schwören können, dass der dort ist. Das ist jetzt ärgerlich, ne? Dann ist da wohl nicht der Geheimraum. Dann ist der wohl da. Ja, da kann er leider auch sein. Na gut. Aber es war wirklich beides möglich. Aber dann versuchen wir jetzt hier zumindest den Geheimraum mit den Viechern zu bekommen. Nein! Mach den noch nicht kaputt! Nein! Hör auf! Du machst den... Nein! Geh, du, da unten! Ach, verdammt! Dann eben so. So, den Shop zu holen wird immer mehr zum Buch. Okay. Oh! Tech X ab dafür. Ab dafür. Nice. Noch ein Tech-Item, dann hätten wir wieder dieses Achievement. Die Möglichkeit dafür. Wäre cool. Würde ich feiern. Würde ich feiern. Wäre cool. So, da ist der Shop. Das ist ein ungünstiger Shop. Da muss ich mich erstmal orientieren. Weil hier so viel los ist. So. Ja, und dann geht's jetzt nämlich schon los, ne? Jetzt haben wir nämlich hier die Credit Card. Und das Problem ist, ich habe ja gesagt, ich werde The World wahrscheinlich liegen lassen. So ist es jetzt auch. Wir können The World noch kurz einsetzen. Ich glaube aber, nützt mich hier jetzt auch nichts mehr. Wie gesagt, ja, so ist es jetzt halt gelaufen. Aber dann nehmen wir natürlich jetzt die Credit Card mit. Ganz klare Entscheidung. So, kümmern wir uns mal noch um den zweiten Geheimraum. Wir haben zwei Möglichkeiten. Es könnte hier sein. Und es könnte hier sein. Ach, leck mich doch. Popo. Na gut, gehen wir weiter. Mit Tech X bin ich erstmal zufrieden. Mit Tech X bin ich erstmal zufrieden. Wir haben recht viele Münzen, wir können wieder die nächste... Oha! Okay. Hier gehe ich jetzt aber nicht spielen. Nee, 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 nee. Hier gehen wir nicht spielen. Das lassen wir schön bleiben. Die können mich hier überhaupt nicht treffen. Cool. Das ist immer ein sehr interessanter Raum. Okay. Okay. Das ist deine eigene Bock. Tschüss. Stachelraum, aber solange wir nicht wirklich... Nee. So wenig Energie, wie wir haben, möchte ich nicht den Stachelraum betreten. Mit dir. Natürlich kommt jetzt in jeder Ecke einer. Logisch. Wir räumen schon mal da drüben auf und dann kommt hier in der Ecke noch einer. Genau. War ja klar. So. Da müsste ich mit einer Bombe rüberkommen. Haut das so hin? Yes. Schön. Na gut.
Ist jetzt nicht das genialste Item, aber es ist halt ein Item, was man mitnimmt, ne? So kurz nach einem Stein, aber ich sehe nichts. Aber wir haben so viele... Ne, wir haben nicht so viele Bomben. Ah, ich spreng trotzdem mal. Die Pilze spreng ich mal mit. Vielleicht haben wir Glück und es hätte noch ein Crawlspace oder so gegeben. Dann halt. Die eine Bombe habe ich jetzt mal geopfert. Oh, wir könnten uns... Ah, wenn wir Glück haben, können wir uns in den Stachelraum reinsprengen. Wenn wir Glück haben, können wir uns gleich in den Stachelraum reinsprengen. Sprengen wir uns erstmal hier rüber. Ja gut, Bombe wieder zurückbekommen. Damit kein Verlust. Nice. Just what I needed. Dann gehen wir erstmal zum Shop. Jawohl, perfekt. Gucken wir mal, was es da so alles Nettes gibt. Dann mit dem Kohle. Shop wäre also auf jeden Fall denkbar. Gut, gehen wir erstmal in den Shop. Ich gucke kurz nach Steinen, aber ich sehe nichts Besonderes, leider. Da gibt es einmal Mom's Key. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber sonst kann hier alles eigentlich liegen. Ja. Gut. Meine Theorie mit Sprengen in den Stachelraum bleibt bestehen. Kontrolliert es noch kurz über den Raum hier nochmal. Ja. Komm, Abflug. Yes. Okay. In Ordnung. Okay, wir behalten Cancer. Aber wir gehen in den Stachelraum. Hoffentlich ist das wert. Nein, ihr seid... Naja, okay, ich kriege den Schlüssel. Ja, ist okay. Gut, eigentlich ist es nicht okay, weil ich habe jetzt zwei Bomben geopfert für fast nichts. Aber ja, es ist halt so. Vorsichtig. Jo, das war knapp. Oh mein Gott, der hat mich fast erwischt. Gerade in der Ebene ist es so schwierig, die meinen Kollegen von den Gegnern zu unterscheiden, weil sie halt gleich sind. Na? Das ist ein bisschen frech. Wir haben recht viel Luck. Ich würde sagen, wir probieren es mal kurz. Bis 30 Münzen oder so spielen. So viel zum Luck. Also nach drei Nieten habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Ist mir zu dumm. Das ist mir zu dumm. Gut, dann hoffen wir jetzt auf Angel Deal, denn 78,8% klingt doch nicht schlecht. Finde ich. Klingt doch nicht schlecht. Achso, wir sind noch gar nicht fertig mit der Ebene. Aber jetzt kommt ja nicht mehr viel. Ja, sag ich. Ich habe die falsche Taste, sorry, gedrückt. War dumm. Ich war auf der falschen Taste. Nicht mein Fehler. Also schon mein Fehler, aber ich war jetzt nicht zu dumm auszuweichen, sondern ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Das war das Ding. Nice. Oh, ja. Ich habe jetzt 15 Münzen. Halt auf blau. Oh. Ich hoffe halt auf blaue Herzen. Nicht so. Och nee, nicht immer mehr Karten. Nutze ich doch alle nicht. Winkels brauche ich auch keine neuen. Yes. Mehr davon.
Yes! Okay. Das war doch in Ordnung. Das war doch in Ordnung. Es hat doch im Nachhinein sich dann doch noch ergeben. So, mein Freund. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ach, komm schon. Was ist das denn? Kein Glück mit Angel Deals heute. Na gut, wir haben genug Ausrüstung. Weiter im Programm. Bisher kein roter Schlüssel aufgetaucht. So, jetzt haben wir aber 100% Chance auf Angel Deal. Okay, da ist schon mal der Shop. Dann gehen wir direkt rein. Na? Das ist eine neue Bombe. Shoppy. Da ist nichts zu... Oh, 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 doch, da ist was, da ist was, da ist was. Credit Card. Rein da. Achso, dann kann ich das jetzt ja trotzdem auch kaufen, ne? Ah, das ist, hier, links. Setzt man per Spacebar ein, okay. The Stars. Boah, können wir einsetzen, wenn wir es eh schon jetzt in der Hand haben. Das war dumm. War nicht ganz so dramatisch. Gibt Schlimmeres. Da wir ja Dings haben, ne? Nehme ich jetzt ihn hier mit. Weil ich ja ein Space-Item schon habe und das werde ich auch nicht hergeben. Insofern hätte mir die Dings jetzt auch nichts gebracht. Aber die Dinger sind ganz cool. Ah, was ist denn das mit den Pillen gerade? Nur Pech. Nur Pillenpech. Ach komm. Das wird jetzt wohl nicht mein Nachteil sein, dass ich da reingehe. Oh. Ach, Pins. Geht mir alle aus dem Weg. Gut, hat doch gepasst. Kann man machen. Na toll. Wo komme ich wieder nicht ran? Komme ich da irgendwie ran, dass ich mich irgendwie... Nee, ich kann das nicht so sprengen, dass es aufgeht. Nee, kann ich nicht. Oh, lol. Oh, lol. Perfekter Raum. Perfekter Raum für dieses Item. Haben wir erstmal ein paar Kollegen dazu bekommen. Ja gut, ich meine... Dann habe ich eine Aufladung zusätzlich. Sollten wir in den komischen Raum kommen, kann ich es nachher nutzen. Im Moment sehe ich jetzt keine Notwendigkeit. Wir haben so viele Herzen. Soll ich den starren Raum? Nee, komm. Das will ich nicht. Okay, hier habe ich jetzt schon öfter mal einen blauen Stein übersehen. Deswegen gucke ich jetzt ganz genau. Aber ich sehe hier tatsächlich keinen. Also ich bin momentan der Meinung, hier ist kein blauer Stein. Beziehungsweise Markdrock heißen sie. Markierter Stein. Blau sind sie. Blau sind sie nur am Anfang. Okay.
Alter! Die Pillen bringen mir heute einfach kein Glück. Das ist jetzt die dritte Pille, die kacke war. Ist es denn zu fassen? Bringt jetzt auch nichts hier mit Damage loszugehen, weil da ist ja die Größe von dem Ding entscheidender als der Schaden. Ich mache ja eh alles mit einem Ding weg. Also das passt. Oh, war nochmal ein Schlüssel. Ach! Ja gut, wenn ich schon reinlaufe, dann hoffen wir halt auf ein paar Pretty Flies. Okay. Ha! 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 Was sehen meine Äugelein? Einen markierten Stein. Haben sie gesehen. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach den... Ja, wir sind eben schon wieder hier. Okay, alles klar. Wieder zwei Möglichkeiten. Gut. Gut. Ja, dann holen wir uns jetzt den Dings, den Schlüssel. Weil wir gehen hier nicht mehr zurück. Wir kommen hier nicht mehr zurück. Das war's. Wir kommen hier nicht mehr zurück. Das war's gewesen. Das war's gewesen. So. Ist noch was übersehen? Nee, ne? Irgendwelche Sachen hier noch, die ich nicht mitgenommen... Naja, das halt das Ding. Dann Bossfight. Also solltest du schon mal bei mir gewesen sein, kann ich mich nicht gerade spontan an dich erinnern. Du bist auf jeden Fall ein neuer Boss. Also neu in jedem Fall, aber wahrscheinlich nicht. Nicht so. Bestimmt habe ich dich schon mal gesehen. Keine Ahnung. Im Moment sagst du mir nichts. Du hältst doch verdammt viel aus, meine. Ah, doch, daran erinnere ich mich. An diese Attacke erinnere ich mich. Ja. Daran erinnere ich mich auch. Mhm. Du bist auf jeden Fall ein neuer Boss. Aber ich erinnere mich an dich. Wir hatten schon mal das. Endlich gibt's den Angel Deal für mich. Mein Gott, das hat gedauert. Das hat wirklich gedauert. Okay, Wiederbelebung oder die Herbünger. Ich nehme die Viecher hier mit. Die sind cool. Sollen wir jetzt... Ja, komm. Warum nicht? Ah, scheiße. Aber nicht so schlimm. Wir haben gerade so viele Herzen bekommen. Alles gut. Nochmal schön Münzen für den nächsten Shoppy. Der wahrscheinlich ein Kampf ist, aber was soll's. Okay. Dann haben wir doch alles gesehen, was wir sehen wollten. Bisher allerdings keinen roten Schlüssel. Ich will es nur kurz betonen. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir Tainted Judas nicht freischalten werden. So, und ich muss jetzt auch dringend... Ich muss jetzt ganz dringend etwas finden, was mich nach dem Kampf zurückholt. Ansonsten müssten wir halt mit ihm hier einfach... Ja, müssen wir halt... Gegen Dings dann gehen. Gegen Delirium. Wäre halt auch noch eine Option. Ach nee, die Quatsch. Doch, Delirium haben wir noch nicht. Passt schon. Delirium haben wir mit ihm noch nicht. Na, es wäre auch eine Option. Sollten wir jetzt nichts finden, womit wir irgendwie von Marm wieder wegkommen, dann müssen wir halt gegen Delirium gehen.
Ach, scheiß Dreck. Okay, hier gibt es schon mal schönes Zeug. Okay, mit unseren 3 Millionen Schlüsseln auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich hätte ihn vorher einsammeln sollen, I'm sorry. Das habe ich ein bisschen verkackt. Wir haben so viele Münzen, das ist okay. Aber ja, ich hätte ihn vorher, es war blöd. Ich habe nicht gesehen, dass der Penny mitgetroppt ist. Hab den Penny einfach nicht realisiert. War doof. War doof. Passiert. Nein, nicht Geld sammeln jetzt. Nicht Geld sammeln. Wir lassen erst das Geld liegen. Kommen mit dem Penny nochmal wieder. So machen wir es. Okay. Zweimal Itemraum. Aber wir kriegen wahrscheinlich kein weiteres Active Item mehr, ne? Aber gut, jetzt habe ich halt. Ich hab ihn mal genommen. Ich habe ihn mal genommen. Why not? Why not? Okay. Gut. Da ist mein Bosskampf. Das ist nicht gut. Wir haben noch nichts, womit wir zurückkommen. Wir haben noch nichts, womit wir zurückkommen. Okay. Okay. Ich habe eine Möglichkeit. Wenn ich hier oben spiele nachher, dann hätte ich eine Möglichkeit schon mal auf Karten, und Karten könnten dafür sorgen, dass ich zurückgeportet werde. Das wäre schon mal ein Ansatz. So, da haben wir noch den Itemraum. Münzen noch nicht sammeln. Ist das Teleport-Dings? Das ist Teleport-Dings, ne? Okay, ich lasse das mal noch liegen, weil ich würde natürlich auch gerne den Kollegen hier mitnehmen. Allerdings, wenn ich jetzt von den Karten her nicht die passende Karte bekomme, also in dem Spielautomaten, wenn ich da jetzt nicht die passende Karte bekomme, dann, achso, dann würde ich, ach da. Dann würde ich versuchen, wow, okay, High Pin. Dann würde ich versuchen. Quatsch, versuchen. Dann nehme ich mir auf jeden Fall Teleport mit. Weiß, dass das Teleport-Ding ist. Ich glaube aber schon. Bin ziemlich sicher, dass es das ist. So. Lass mich alles liegen. Holen wir uns nachher. Wir gehen gleich eine Runde nochmal mit dem Counterfeit Penny alles ab. Und sammeln das Geld ein. So machen wir es. Hä? Gibt es jetzt auch markierte Skelette? Ist mir ja noch nie aufgefallen. Was bist du denn? Eine Karte. Eine Fool. Ah, das ist ja sehr praktisch. Die brauchen wir gerade.
Ja, dann kann ich jetzt ja, Wait! Wait! Ist das jetzt Zufall? Wait, das ist kein Zufall! Das ist der Weg, zurückzukommen! Das ist der Weg, um zurückzukommen. Es gibt in der zweiten Ebene jetzt immer einen Dings. Einen Totenkopf, der markiert ist. Und mit dem komme ich zurück. Oder wie, oder was, oder wo? Ja, das ist ja insane. Oder war das jetzt Zufall? Aber ich habe noch nie einen markierten Totenkopf gesehen. Und das gerade in Devs 2. Yo. Die haben alle kein Kreuzchen. Die haben alle kein Kreuzchen. Okay, das ist nice. Aber dann darf man die Karte sozusagen nicht verschwenden, ne? Sonst hat man komplett... Sonst hat man halt komplett verschissen. Das ist klar. Ich muss The Fool mitnehmen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich vergesse, The Fool dann mitzunehmen. Das wäre blöd. Das wäre schön blöd, ne? So. Okay. Ich will eigentlich jetzt gar nicht spielen, ich bin ganz ehrlich. Eigentlich will ich jetzt gar nicht spielen. Das ist jetzt nur Zeitverschwendung. Und nachher... Ja, ja, komm, genau. Aber das wäre meine Theorie gewesen, dass ich hier noch so eine Fool-Karte rausziehe. Oder halt irgendeine Teleportationskarte. Wobei Emperor die schlechteste gewesen wäre. Aber das wäre meine Theorie gewesen, dass ich da noch so eine Karte rausziehe. Das war das, was ich wollte. Okay, nehmen wir Cancer wieder mit. Und Abflug. Einmal gegen Mom kämpfen. Und dann mit Judas die Tür öffnen. Also, gegen Beast antreten sehe ich uns jetzt schon. Ich weiß halt nicht, ob wir Dings freischalten werden. Tainted Judas. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass wir nicht an den Schlüssel rankommen. Wir werden sehen, was passiert. Jetzt passiert erstmal mal. Oha. Oha. Wo bin ich denn? Da oben bin ich. Okay, Dings hat jetzt auch gar keinen Bock auf uns. Nicht da reinlaufen, sonst hau ich mich. Hierophant, nice. Die nehmen wir doch gerne noch mit. Sonst haben wir hier jetzt nichts, ne? Ne, ich sehe nichts weiter. Gut. Dann zurück. Und öffnen. So, jetzt ist für mich halt die Frage, gibt es jetzt eine Möglichkeit auf dem Weg da hoch? Oha. Was ist passiert? Warst du das? Hast du das gerade gemacht, du Frechdachs? Gibt es jetzt eine Möglichkeit, auf dem Weg nach oben den roten Schlüssel zu finden? Das ist halt das, was ich mich frage. Ach, wir sind erst in Gehenna. Ja, stimmt. Ja, moin. Okay, ich gehe da wieder raus. Okay, ich gehe da nicht wieder raus. Jo, die drehen sich einfach weiter. Alles klar. Ich dachte, die hören auf dann. Das war ja ein frecher Raum. Interessiert mich nicht. Gibt es jetzt in Gehenna vielleicht die Möglichkeit, an das Ding ranzukommen? Na, aber deswegen habe ich Dings mitgenommen. Das doppelte Spacebar-Item, weil ich möchte ja mein Buch behalten. Aber ich möchte auch den Schlüssel haben.
Ach so. Hier die Münze, da lassen wir die. Wobei, wir sprengen das Feuer einfach weg, weil könnt ihr auch ein blaues Herz geben. Nice, nice, nice. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Spiel hat gerade so ein bisschen gelaggt. Ich bin mal so frei und speichert kurz. Ihr wisst warum. Letzten Male sind komische Dinge passiert. Ich überlege gerade, ob das Abschmieren passiert ist, seit ich Mods installiert habe. Kann es sein, dass die Mods irgendwas kaputt machen? Ist das denkbar? Jo, was ist das für ein Raum? Ah, da kommt man auch nicht ran, ohne dann Schaden zu nehmen. Das ist nur für Leute, die fliegen können. Was seid ihr denn für Mini-Satans? Oh, nice! Den nehme ich doch glatt mit. Bruder! Okay, das wusste ich nicht. Gehst du noch kaputt? Nein, okay. Das wusste ich nicht, dass die so wegschießen. Das habe ich jetzt gelernt. Okay. So, mehr Viecher für mich. Ich frage mich, ob die dann auch mit mir am Ende rumfliegen gegen Beast. Kackhaufen. Hast du ein rotes Kreuz? Hier vielleicht der Schlüssel? Schade. Ist wahrscheinlich nur Deko. Da wissen wir, wäre rot gewesen. Rot und ein Kreuz, so markiert ja irgendwas Cooles normalerweise. Okay, das Ärgerliche ist... muss hier wahrscheinlich durch, dann machen wir das aber nur einmal. Wir gehen den Weg nur einmal. Vorher gehen wir erst alles andere ab. Dann bekommen wir noch einen Itemraum vorher. Einen müssen wir noch bekommen. Yo, gib mir das. Ja, also, es ist das erste Mal, dass so ein Schädel ein Kreuz hatte. Dann, das ist schon offensichtlich, dass es genau dafür gedacht war. Das ist schon echt offensichtlich, dass es genau dafür gedacht war. Bruder! Die gehen einfach wieder los, wenn ich da reingehe, okay? Ja, ich komme hier nicht raus. Das war ja frech. Alter! Der Raum war ja richtig frech, okay? Da ist mein... Ach, jetzt hat sich mein Knochenherz verabschiedet. Schade. Aber ich musste den Weg gehen, ich musste zum Itemraum. Scheißdreck. Ja, wie gesagt, ich musste zum Itemraum. Das war leider nicht verhinderbar. Wir nehmen das hier mit. Okay. Da ist dann Gimpy die Wahl. Jetzt haben wir hier sogar Dreierwahl. Das ist ja auch insane. Macht das More Options Ding. Weil wahrscheinlich wären es hier normalerweise zwei gewesen. Jetzt kommt noch eins dazu. Aber wir nehmen Jimmy mit. Wir nehmen Jimmy mit. Oder Gimpy oder wie auch immer du heißt. Wahrscheinlich wäre die Mitte einfach jetzt der rote Schlüssel gewesen. Nein, natürlich. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Okay. Schade, dass ich das Knochenherz nicht... Oh mein Gott, das ist voll kritisch, dass die einfach wieder losgehen hier. Also diese Dinger sollte ich nicht mehr von ihren Ketten trennen. Haben wir schon mal wieder was gelernt. So, jetzt hier einfach schnell durch. Und raus hier. Genau, Shop haben wir... Oh Gott. Ich bin kein Fan mehr von euch jetzt. Okay, da haben wir was zum Aufladen. Sehr gut. Ja, leider kein Knochenherz mehr. Nett. Netsch, eher. So. Ja gut, das da kann man behalten.
das Buben brauchen wir. Ah, das ist ja echt, oh, das ist echt kritisch mit dem Ding. Oh mein Gott, okay, lass mich in Ruhe. So. Aber jetzt wollte ich sagen, nice, hier können wir uns nochmal bedienen, aber ich komme nicht hin. Ich komme jetzt nur zu Death's Note. Na gut, dann komme ich halt nur zu Death's Note. Bisher keinen Schlüssel gefunden. Aber vielleicht taucht der Schlüssel auch erst auf dem weiteren Weg auf. We will see. We will see. Also ich laufe auf jeden Fall alles ab in der Hoffnung, dass wir den Schlüssel finden. Ja, die kann der selber auslösen jetzt, ne? Genau, die lösen die Dinger selber aus. Sehr schön. Oh, nice. Nehmen wir mit. Denn wir können ja immer noch auf Bettler treffen und so weiter, ne? Das ist ja alles noch möglich. Ja, das Tierstone kannst du behalten. Das ist ja alles noch möglich. Hier sitzt der Itemraum, aber auch da nichts Neues zu holen. Wir werden trotzdem immer reingucken, weil ich habe keine Ahnung, vielleicht passiert ja irgendwann mal was. Na, möglich ist alles, ich weiß es nicht. Weiter im Programm. Devs 2. Okay, hier ist es auf jeden Fall sinnvoll zu sprengen. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Frage ist nur, wo? Ah, ist egal. Sprengen wir hier. So. Nein. Too soon. Ah ja, gucke mal, da haben wir doch schon mal einen Kollegen, der auf jeden Fall gleich ordentlich von uns gefüttert wird. Gut, dass wir 3 Millionen Schlüssel dabei haben. Mal gucken, ob wir noch mehr Schlüssel bekommen. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich merke gerade, die Treffer sind natürlich jetzt so, dass ich ja doppelt getroffen werde. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Quatsch mache. So, was hast du für mich? Ja, danke. Ah. Schade. Ich muss jetzt böse aufpassen. Ich habe ja keinen Wave-Effekt. Eieieiei. Ich hab grad ganz schön Schaden gefressen, ne? Ich hoffe jetzt hier auf schwarze Herzen. Das war nix. Okay, dann nix. Puh. Also energietechnisch wird es hier recht schnell sogar wieder kritisch. Da muss man echt böse aufpassen. Komm, gib mir Hierophant. Okay, wohin portet mich jetzt eigentlich Emperor? In den Bossraum zurück? Wahrscheinlich ja, ne? Ist es jetzt überhaupt klug, die Räume noch abzulaufen? Die Gefahren getroffen zu werden. Weil ich könnte halt auch Sachen bekommen. Ah, ist das. Also, geht man. Wie ist es? Spielt man nur bis zum Lichtstrahl und geht hoch oder geht man die Räume normalerweise noch ab? So. Also als Speedrunner schon mal sowieso nicht, das ist klar. Aber so als Casual-Spieler. Ja, ich hab ihn. Kohle. Und den Bettler, den wir noch nicht gefunden haben. Jetzt aber gerne mal kommen darf. Aber ich muss echt aufpassen, was meine Energie angeht. Ich meine, ich... Wir werden sehen. Oh, lol. Ich war gerade unschuldig, ob die mir Schaden machen. Aber dann kann ich mir doch jetzt unendlich viele Viecher hier rausholen. Oder wie sehe ich das?
Ah, die roten gehen von selber kaputt. Okay, ich wollte nämlich schon sagen, da könnten wir jetzt ja die Böse einfach übertreiben. Ah, die roten gehen von selber kaputt. Okay. Ja, damit bleibt nur noch er hier übrig. Oh, ich bin vor... Habe ich den auf dem Hinweg einfach übersehen? Entschuldigung. Oder war der da noch nicht? Man weiß es nicht so genau. Weil es ist ja wirklich alles so, wie ich es hinterlassen habe. Ne? Hier habe ich gesprengt. Aber ich weiß nicht, ob da schon ein Stachelstein war. Wahrscheinlich war da schon ein Stachelstein und ich habe den... Oh mein Gott. Und ich habe den einfach böse übersehen. Wahrscheinlich ist es so gewesen. Ach, ich dumm. Da hat noch gesagt, ich brauche kein Geld mehr einsammeln. Ja, und das Ding ist, da ich halt nicht weiß, ob hier der Schlüssel jetzt noch auftauchen kann, na, dieser rote Schlüssel, bin ich im Moment so auf, okay, ich gehe lieber alle Räume durch. Nicht, dass irgendwie ich irgendwas verpasse. Das wäre halt nicht so cool. Das wäre halt nicht so. Okay, aber auch hier haben wir jetzt alles gesehen. Es wird langsam eng. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. Insane. You are taking this too far. Schaden kannst nicht, die Pilze hochzujagen. Pin, 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 nein, pin aus, böse, böse, pin, aua. Ach ja, zum Glück haben wir Gimli, der mir ab und zu mal was gibt, wenn ich getroffen werde. Trotzdem sollte man es nicht darauf anlegen, getroffen zu werden. Und makes you small, ja, das ist gut. Weniger Chance, getroffen zu werden, kann ich mitnehmen. Nein, Manu! Oh, die waren schnell unterwegs auf einmal. Okay. Kann man mal machen. Ist ja immer noch nichts, wo wir unser Geld ausgeben können. Und immer mehr Geld zur Verfügung. Okay. Ja, wir nähern uns dem Ende, ne? Wir nähern uns dem Ende. Das war Range Down. Quatsch. Es ist Schwachsinn. Okay, da gehen wir jetzt mal hier rein. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der aushält. Okay, nicht viel. Aua. Ach komm! War das nicht fair? Will das? Mir das? Scheiße. Ich habe alles gesehen, ich komme nicht ran. Ach Mann, ich wollte es mir holen. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Na gut. Oh, jetzt liegen... Ach, die ganzen... Yo! Das ist interessant. Die ganzen Sachen liegen da noch rum. Das heißt, man lässt es einfach liegen und sagt so, okay, kann ich mir das später holen. Komm, 3 Pretty Flies. Jetzt habe ich das Geld. Ne, wenn ich eh schon weiß, dass ich einen Beast... Nice. Dass ich einen Beast One mache. Yo, das ist ja voll interessant.
Aber das ist ja wirklich richtig interessant. Dann kann man ja wirklich so Strategien aufbauen, die in Richtung... Nein, Quatsch. Na, schade. Die in Richtung, ich komme später nochmal vorbeigehen. Das ist ja sehr interessant, okay. Aber das bedeutet für mich leider wieder einmal mehr, also ich werde wahrscheinlich nichts Neues mehr erleben. Aber jetzt kann ich immerhin wieder Münzen einsammeln. Das ist doch auch schön. Ach, der Kollege. Der hält auch so viel aus einfach. Hier nichts. Okay, da ist ein blauer Stein. Habe ich den auch damals übersehen? Oder waren wir da hier einfach? Oder also keine Ahnung, gab es den da halt einfach noch nicht. Eis. Okay. Ach so, nee, das... Ja, nee, ich bin dumm. Ich laber Scheiße. Die Räume, die Grundräume sind gleich. Aber es kommen natürlich neue Räume dazu, weil das Basement ist jetzt ja größer geworden hier auf dem Rückweg. Deswegen. Ja, nee, ich habe Scheiße gelabert. Alles gut. Ich hab's verstanden. Oh, das ist jetzt natürlich auch ein fantastischer Raum. Auch den hatten wir damals schon, aber es kommen sozusagen Räume dazu. Ne, die Räume, die wir damals schon hatten, die kommen mit. Die sind gleich. Die sind auch hier. Aber es kommen neue Räume dazu. Und in denen sind dann die blauen Steine, die ich vorher noch nicht gesehen habe. So rum ist es richtig. Da ist nämlich auch ein blauer Stein. Und das haben wir... So viele Steine habe ich nicht übersehen. So dumm bin ich dann auch nicht. Okay, einen Raum haben wir noch. Da wuseln wir noch fix durch. Scheint nochmal ein Champion-Vieh zu sein. Okay. Na gut, dann weiter im Programm. Eieieiei. Ja, Basement 1 jetzt. Und das ist dann auch nochmal deutlich größer als bisher, ne? Deswegen sind nur die Standard, die Räume, die wir schon... Ja, es ist auch nochmal ein blauer Stein. Die habe ich doch wohl nicht alle übersehen. Das wäre doch insane. Das wäre komplett insane. Nee, das glaube ich nicht. Nice. Sehr gut, wir kriegen unsere Energie wieder. Nachdem ich vorhin realisiert habe... Oh, wow. Da segeln wir einmal durch. Schöne Sache. Das sind jetzt ganz schön viele. Aber ich habe zum Glück auch viele Schilde um mich rum. Okay. Da ist der Anfang. Aber wir haben noch keinen roten Schlüssel. Also ich glaube, wir werden Tainted Judas... verflucht. Ich glaube, Tainted Judas werden wir nicht mehr... Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Oh, nee. Spiel, halt mich doch nicht auf, ey. Okay. Ja. Bring deine eigenen Kollegen gegen dich auf. Natürlich auch irgendwo frech, aber was soll's. Ah, das Ding ist, ich sehe halt nichts vor lauter
Ja, danke, danke. Immerhin entscheidet er sich jetzt so. Ich hätte jetzt eigentlich... Ich habe so keine Lust, mich davon aufhalten zu lassen. Aber ich will es dann halt auch trotzdem spielen, weil... Ja, keine Ahnung. Man nimmt es halt mit. So, man will es halt trotzdem mitnehmen. Ist ja irgendwo auch klar. Es ist ja irgendwo auch klar. Dass man halt alles mitnehmen will, weil man weiß ja nicht, es könnte ja was Cooles noch dabei rauskommen. Ja, wie zum Beispiel irgendwelche Räume, in denen nochmal Items auftauchen. Dann will man alles mitnehmen. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ich meine, wir wissen ja mittlerweile, wir müssen eh ein paar davon kaputt machen. So, du gibst mir noch ein HP ab jetzt oder sowas. Nein! Nein! Och Mann, scheiß Trollbombe, ey. Ach, es ist doch zum Kotzen. Gut, kein HP ab für mich. So! Okay, wir haben alles getan, was wir tun konnten. Wir haben mal keinen roten Schlüssel bisher bekommen. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, der ist da oben in der Kiste. War mir nicht sicher, ob man hier irgendwas machen kann. Kann ich das eigentlich... Kann ich hier irgendwas sprengen? Gibt es hier irgendwas? Oh, ich spreng gerade meine Viecher, ne? Aber das will ich natürlich nicht. Aber gibt es hier vielleicht irgendwie einen Geheimraum? Ich will die nicht kaputt sprengen eigentlich. Scheiße. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es hier vielleicht nicht irgendwo einen Geheimraum geben könnte. Vielleicht ist da dann der rote Schlüssel versteckt. Wisst ihr? Oder man muss hier irgendwas sprengen oder so. Keine Ahnung. Habe ich ja noch nie gemacht. Also vorher kann man hier scheinbar nichts machen. Ja, jetzt bin ich alle meine Viecher losgeworden. Das ist jetzt dumm, aber... Und hier ist ja... Den sieht man gar nicht, diesen Schrank. Das ist ja auch interessant. Ja, scheiße. Ja, ich bin zwar Mother geworden, aber da ist der Schlüssel nicht. Okay, es muss also einen Weg geben, an diesen Schlüssel ranzukommen. Verflucht. Es muss einen Weg geben, an diesen Schlüssel ranzukommen. Wie wechsle ich jetzt eigentlich nochmal mein Spacebar-Item? Achso. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich nochmal auflädt bis zum Endkampf. Deswegen würde ich es jetzt am Anfang noch nicht einsetzen wollen gegen Dogma. Jetzt geht der Schrank hier nicht auf. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke, ich komme nicht heran. Oh nee, Mann. Nein, ich wollte eigentlich weiterlaufen. Okay. Nicht treffen lassen, alles gut, alles gut, alles gut. Ich will meine Space-Items noch nicht einsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie dann für Beast nochmal habe. Aua. So, jetzt kommt der Spaß. Okay, er fängt direkt mit seinem Drehen an. Aua. 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 Mach lieber die Strahlen, da komme ich besser mit klar, Kollege. Nee, Mann! Damit komme ich nicht so klar. Bruder. Mach lieber die Strahlen. Strahlen, komm, mach Strahlen.
Sei gnädig, mach strahlen. Nee, hör auf, den Dreh-Scheiße zu machen. Oh mein Gott! Ich hab nicht so viel Hits, Mann! Ich hab nicht so viel Treffer! Scheiße! Nicht gut! Wo auch immer das Holy Shield jetzt herkam. Aber hi. Scheiße! Nee, was mache ich denn? Okay, es lädt sich auf während der Kämpfe. Es lädt sich auch während der Kämpfe auf. Ich habe gerade eine 2er-Aufladung bekommen. Beziehungsweise, es war wahrscheinlich eine 1er-Aufladung, aber ich habe die Autobatterie. Dann kann ich stacken. Dann kann ich es stacken. Dann wird mein Schaden mit der Zeit noch größer. Sehr gut. Das ist kritisch. Nein, ich renne da rein, ich doof. Nein, Mann. Nein! Scheiße! Bruder! Fuck! Nein! Kritisch! Ganz kritisch, was ich hier tue. Viel zu viel Energie verloren. Oh ne, jetzt kommt er mit seiner Kacke da wieder an. Können wir ihn kaputt machen, bevor das hier losgeht? Komm schon, ich will da nicht durch. Nee, sind zu viele. Hilfe, oh mein Gott, yes. Interessiert dich die... Nein, interessiert mich. Schade. Hätte das eigentlich. So, ich hoffe, mein Schaden ist hoch genug. Wir kommen da durch. Ich muss jetzt vor allem ans Ausweichen denken. Wenn das Feuer durch ist, dann macht das eine Brimstone-Kacke. Jetzt. Okay, schön ausgewichen. Jetzt zieht er einfach rüber. Okay. Geht's jetzt nur noch zurück die ganze Zeit? Scheint so, ne? Ah, nein. Yes! Okay, Beast selbst ist echt einfach. Da ist ja Dogma gerade schwieriger gewesen. Holy moly. As the beast descended holy moly into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son.
He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. Wie komme ich an diesen Schlüssel ran? The late night fights they had that kept him up at night. And the guilt he felt for what he believed he was causing. Ja, kennen wir schon. He felt the pain. Redemption has appeared in the basement, was immer es tut. Aber wie komme ich an den Schlüssel ran? Ach, der Kollege ist nicht aufgetaucht jetzt. Ah, verdammt. Ich muss einen Weg finden, an den Schlüssel zu kommen. Ihr dürft es mir auch gerne andeuten. Irgendwie. Ich habe jetzt nichts gesehen, wie ich hätte daran kommen können. Aber es sind also... Das sind so Sachen. Wie soll man auf das ganze Zeug kommen? Das Polaroid in die Tür stecken. Das Polaroid, was man erst nachher bekommt und man muss dann mit Mom zurück... Und um anzudeuten, dass man mit Mom zurück muss, gibt es einen Totenkopf mit einem Kreuzchen drauf. Ja, ist in Ordnung. Kommt man natürlich von selber drauf. Oh Mann, okay. Gut. Aber wir haben einen Beastkill mehr. Das ist doch schon mal was. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.